Am Montagabend gegen 18:05 Uhr kam es zu einem schweren Unfall in der Trierer Straße in Hermeskeil. Nach Auskunft der Polizei befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Trierer Straße, als plötzlich in der Dunkelheit ein 68-jähriger Mann die Fahrbahn überquerte. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann. Hierbei erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen. Ein Krankenwagen, der sich zufälligerweise hinter dem Unfallwagen befand, konnte den Verletzten erfolgreich reanimieren. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Hermeskeil, das DRK aus Thalfang und Hermeskeil mit Notarzt.